Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Endlich geht's mit dem Schweinestall weiter. Wir haben jetzt heute Verstärkung, wir sind zu viert. Das heißt, wir haben die Konstruktion fürs Dach fertig gebaut und sind jetzt gerade dabei, das Ganze mit Holzbrettern von oben zuzumachen. Die ersten 3,30 Meter sind fertig. Wir haben jetzt hier die ersten Felder zugemacht mit richtig stabilem Rauschspund. Da kommt nachher von oben erstmal eine Plane drüber, so wie wir es bei den Rindern gemacht haben, damit die Bretter nicht mehr nass werden und das Wasser abläuft. Hier vorne vor kommt eine Dachrinne. Das sägen wir alles noch auf dem Maß. Dann wird eine Dachrinne vorgebaut. Dann kommt hier ein 1000 Liter IBC-Container hin und dann fangen wir das Wasser erstmal auf, damit sich das hier nicht permanent immer wieder in diesem Teil hier sammelt, weil es läuft ja vom Dach und vom Stall dann alles hier im Moment rein. Und das wird jetzt nachher ein Ende haben. Die Schweine stehen nämlich jetzt hier auch schon aufgrund des Scheißwetters in der Matsche. Da müssen wir unbedingt was tun. So sieht das von außen aus. Der erste Teil ist fertig. Und da sieht man, das Wasser vom kompletten Stalldach läuft hier runter und läuft dann im Prinzip in die Schweinewiese. Deswegen kriegen wir da auch überhaupt gar keinen Halten rein. Und jetzt läuft das Wasser dann demnächst auf das Abdach von den Schweinen und dann hier im vorderen Bereich über die Dachrinne runter. Das fangen wir dann auf. Die Balken sägen wir alle noch aufs gleiche Maß. Dann kommt da eine Dachrinne dran. Das werden wir wahrscheinlich morgen machen. Heute machen wir erstmal das Dach dicht und die Plane drauf und sehen zu, dass wir das Dach fertig kriegen und das alles schön ist. Dann werden hier in den einzelnen Feldern vom Schweinestall nachher noch Trennwände entstehen, sodass wir hier dann am Ende drei einzelne Ställe haben. Ein Stall für die Sauen, für die Zuchtsauen, ein Stall für die Viererbande hier zum Aufmästen und ein Stall für den Eber, weil der Sigi soll auch nach hier hinten, sodass wir dann alle Schweine hier an einem Ort haben. Und hier, wo jetzt die Stine im Moment noch steht, da wird dann der Auslauf entstehen. Das heißt, die Wiese wird auch in drei Teile unterteilt, so wie der Stall. Die können dann also aus dem Stall hier raus in die Wiese. Dieser Gang verschwindet. Wir füttern die Schweine demnächst von der Hauswand aus und dann können wir das alles im Trockenen machen. Die Schweine sind im Trockenen, die sind überdacht, die haben es gemütlich. Wir können da vernünftig bei jedem Wetter die Schweine versorgen und die können sich dann entscheiden, ob sie rein oder raus wollen. Da hinten bei der Stine sieht man auch, wie die Schweinehütte absackt. Die ist uns also im vorderen Bereich schon komplett weggesackt, weil es einfach alles Matsch ist. In der Hütte ist es super trocken. Sauber, wollte ich schon sagen. Sie ist super trocken. Da ist Stroh drin. Die liegt also auf jeden Fall vernünftig im Trockenen mit Stroh und allem drum und dran. Aber drumherum ist natürlich alles scheiß. Deswegen wird es jetzt höchste Zeit. Heute Abend ist das Dach fertig. Wir sehen zu, dass das Wasser abgeleitet wird. Und dann wird das ruckzuck trocken sein. Ich denke mal 14 Tage. Dann ist das Wasser hier weg. Die Schweine wühlen ja auch drin rum. Die werden da schon dazu beitragen, dass es relativ schnell trocknet. Und dann kann es innen mit dem Stallbau weitergehen und dann haben wir die, ich denke mal spätestens Ende Februar hier so in den Ställen untergebracht, dass die dann ja trocken, im Stroh, warm, gemütlich untergebracht sind. Ja, weiter geht's. Ja, zweiter Tag bei den Schweinen. Das Dach ist fertig. Die Dachrinne ist dran. Den Schweinchen haben wir erstmal neues Stroh reingeschmissen heute. Und hier sieht man, die letzte Nacht hat es geregnet. Jetzt ist das Wasser vom Dach nicht mehr in die Schweinewiese gelaufen. Ne, jetzt ist es in den Gang gelaufen. Und von da aus in die Schweinewiese. Aber da sollte jetzt Ruhe sein. Die Dachrinne ist dran. Funktioniert auch. Wir sammeln das jetzt erstmal hinten in einem Wassertank, damit dass hier nicht alles wieder unter Wasser steht. Und dann wollen wir mal sehen, wie schnell das Ganze jetzt trocknet. Und jetzt ist Schluss hier. So, die haben gerade gefressen. Räumen jetzt ihre Bude nochmal schön auf. Die Hühner laufen auch draußen rum. Ja. Tag 2 mit dem Schweinedach fertig. Gestern Abend haben wir echt, bis es dunkel wurde, geschraubt mit 4 Mann.
um die Bretter drauf zu kriegen, die Plane drauf zu machen. Die ist jetzt auch vernünftig fest stramm drauf, mit Dachlatten gesichert. Die läuft jetzt vorne in die Dachrinne. Ja, jetzt kann es was werden. Ich hoffe, dass es jetzt relativ schnell trocken ist und dann geht's weiter. Einen schönen Sonntag noch an alle.